Seit 1964 werden im Platzbahnkegeln Meisterschaften ausgetragen. Die Urversion brachten wahrscheinlich Bergleute aus Österreich in die Region. Sie stellt eine Sonderform des Kegelns dar und ist in der heutigen Variante ausschließlich in unserem Landkreis zu finden. Hier sind 8 Mannschaften in der Landesliga gelistet, 7 Mannschaften in der Kreisliga und 4 Mannschaften in der Kreisklasse. Zurzeit sind 8 Vereine mit insgesamt 22 Mannschaften im Verband der Platzbahnkegler gemeldet. Am vergangenen Samstag trafen der zu diesem Zeitpunkt erstplatzierte 1. PKV 69 Siebigerode 1 auf den Tabellendritten, den TSV Bendorf 1884 1, aufeinander. Wie es die Regeln verlangen, treten dabei pro Mannschaft 6 Spieler an, die die 4 bis 6 Kilogramm schwere Holzkugel über eine Distanz von 6,50 Meter werfen. Wie sich bei derartig dicht beieinanderliegenden Mannschaften erwarten lässt, lagen die Ergebnisse der einzelnen Sportfreunde ähnlich. Die berühmte Knackmarke von 100 Holz, welche auf dieser Bahn bisher 1975 mit 101 Holz durch Sportfreund Giesler und mit 102 Holz 2011 von Sportfreund Sebastian Heilig erreicht wurden, konnte diesmal im Durchgang zwar keiner überbieten, doch zeichnete sich dennoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen beider Mannschaften ab. Nach jedem Durchgang, bei dem die Sportfreunde jeweils 5x2 Wurf und dann 1x5 Wurf absolvieren, werden die geworfenen Holz addiert und auf der Ergebnistafel aufgeschrieben. Sind die 6 Starter beider Mannschaften durch, fließen die 5 besten Ergebnisse in die Gesamtpunkte ein. Der Platzbahnkegler, welcher die wenigsten Holz erzielte, wird übrigens auch Streicher genannt, da sein Ergebnis eben gestrichen wird. Bei der Samstagspartie lag nach dem ersten Durchgang Siebigerode knapp vorn, doch der Chef der Abteilung Platzbahnkegeln, der Gastgeber, Jens Buttenberg, blieb zuversichtlich. Ja, also bisher, wir sind ja gerade erst beim Halbzeitergebnis, es ist sehr knapp. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung und ich hoffe mal, wir können eventuell den Gegner auch noch ein bisschen ärgern, dass wir eventuell sogar das Spiel gewinnen können. Seid ihr denn die Favoriten? Nee, normalerweise nicht. Also Siebigerode 1 ist definitiv der klare Favorit heute. Wir sind heute auch ersatzgeschwächt. Wir sind normalerweise zu 7 in der ersten Mannschaft gemeldet. 3 davon sind heute leider teilweise beruflich nicht da, teilweise im Urlaub. Deswegen mussten wir 2 Leute aus unteren Mannschaften mitnehmen. Aber wir hoffen, dass wir das Spiel noch spannend halten können. Was sind die nächsten Highlights für euch? Also die nächsten Highlights sind dann in 2 Wochen das Spiel gegen Helbra. Das ist dann die 2. Pokalrunde. Da wird es bei uns auch wieder schwer, weil wir auch wieder 4 Leute beruflich bedingt nicht da haben. Da müssen wir auch wieder Leute aus den unteren Mannschaften mit nachnehmen. Aber wir hoffen, dass wir da auch was erreichen können. Bei 2 Holzvorsprung schien die positive Sicht auch gerechtfertigt. Doch ließen sich die Siebigeröder am Samstag nicht die Butter vom Brot nehmen. Am Ende bauten sie ihren Vorsprung aus und siegten mit 411 zu 395 Holz recht klar. Bester Einzelstarter war dennoch Jens Buttenberg selbst, der bei den insgesamt 30 Wurf im Wettkampf 87 Kegel zum Umfallen brachte. So bleibt auch nach diesem Spieltag die Tabellenplatzierung für beide Mannschaften unverändert. Zwischen beiden hat sich der 1. PKV Annarode 1 einsortiert, ab Platz 4 folgen der VdP Helbra 1950 1, der 1. PKV 1969 Siebigerode 2, dann die SGBK 02 Hergesdorf-Alsdorf 1, auf Platz 7 der PKV Grün-Weiß-Ziegelrode 1. Derzeit auf dem Absteigerplatz liegt der 1. PKV Annarode 2.